Danke, dass du mir Eier gekocht hast. Oh, ich hasse das, wenn du so machst. Hey, du darfst hier nicht mal reinlaufen, sonst hört man das alles. Achso, aber ich muss jetzt... Ja, jetzt geh mal weg. Guten Morgen. Ich sehe noch ganz schön verschlafen aus. Hier so Haare nicht gestylt, noch so ein bisschen Enrico-Pony nenne ich das immer. Das wird gleich besser. Ich werde mir auch noch was Neues anziehen, denn heute ist Spießersonntag. Erklärt sich im Video selber, das will ich gar nicht lange erklären. Aber es ist schön, dass ihr heute einfach mit dabei seid. Gibst du mir einmal das Pflaumenmus? Was ist ein Pflaumenmus? Das? Da, wo Pflaumenmus drauf ist. Wenn es nach mir ginge, würden wir sonntags einfach zu Hause gammeln bleiben, also frühstücken. Dann noch die Kaffeetasse mit auf das Sofa nehmen und dann dort liegen bleiben und Filme gucken. Traumfahrfrau, sage ich nur. Steffi ist der Meinung, dass man jeden Sonntag auf jeden Fall in den Gottesdienst gehen sollte. Ja, außerdem ist es toll, die Kollegen mal zu beobachten. Ich habe gar nicht so dieses Bedürfnis danach, meinen Sonntagmorgen in einer Kirche zu verbringen, auf harten Kirchenbänken, mit Musik, die ich nicht mag, mit Liedern, die ich nicht singen mag, deren Texte ich äußerst merkwürdig finde. Und manchmal auch dann mir Predigten anzuhören, mit denen ich eh nichts anfangen und nach 30 Sekunden raus bin. Ja, aber ich gehe in den Gottesdienst, um eben zu beten und eine Beziehung zu Gott aufzubauen oder zu intensivieren. Aber das können wir doch auch hier morgen am Frühstückstisch machen. Nein, das können wir nicht morgens am Frühstückstisch machen. Und ungefähr so geht die Diskussion dann noch 5 Minuten weiter, bis wir uns dann eh wieder aufmachen in den Gottesdienst. Deswegen gehen wir auch gleich hin, müssen aber noch überlegen, in welchen Gottesdienst wir gehen, denn wir haben uns gar keinen rausgesucht. Das ist auch jeden Sonntag noch so eine Sache. In welche Kirche geht man denn eigentlich? Wenn jeden Sonntag, das ist einmal in 100 Jahren, dass wir zusammen frei haben. Sonst ist klar, geht sie immer in meinen Gottesdienst. Ja, und wenn sie 2 oder 3 hintereinander hat, dann gehe ich auch in 2 oder 3 hintereinander. Sie so ist eine Fahrfrau. Gute Fahrfrau bin ich nämlich. So eine gute, es ist ewige Diskussion, wie ihr seht. Ob der Zeit, man beachte mein Wortwahl, bleibt ja nur noch Mele, oder? Ja, stimmt. Also, wir gehen zu unserem lieben Kollegen. Oh, alles wackelt voll. Okay, im Auto ist das echt schwer mit dem Aufnehmen. Auch beide drauf zu haben. Und wir hätten euch jetzt ganz gerne auch etwas anderes, Entspanntes gezeigt. Aber wir waren mal wieder zu unorganisiert und haben es deswegen nicht hingekriegt, unseren Schlüssel zu finden. Das ist doch nicht unorganisiert. Das ist total unorganisiert. Wir können es auch positiv formulieren. Wir waren voll im Chill-Modus und haben vergessen, dass es schon so spät ist. Und deswegen ist es umso skurriler, dass wir uns diesen Stress antun, jetzt in einen Gottesdienst zu hetzen, über diese Landstraße zu fahren und versuchen, noch irgendwie rechtzeitig anzukommen. Ellen, wie ist es für dich, wenn ein Kollege im Gottesdienst kommt? Ist mir eigentlich egal, ob da ein Kollege sitzt. Es gibt unangenehme Kollegen, die will man da nicht drin sitzen haben. Einfach, weil die nur darin sitzen, um dir hinterher zu sagen, dass du im Grunde blöd bist. Aber normale Kollegen, die sich wirklich Kollegen nennen sollten, bei denen ist es mir egal. Die Kurven sind ganz schön steil. So ist es auf dem Land. Jetzt besuchen wir deinen Kollegen Marvin. Wie ist das für dich, wenn Kollegen bei dir in deinem Gottesdienst sitzen? Ich hasse das. Das ist die Höchststrafe. Ja, außerdem ist es toll, die Kollegen mal zu beobachten. Der ganze Gottesdienst, also der kann ja noch so gut vorbereitet sein, glaube ich. Ich würde mir immer die Frage stellen, oh, hätte ich nicht noch mehr machen müssen? Und was denken die? Und bin ich theologisch flach? Ich kann es gar nicht leiden. Ich finde, es müsste Kollegen Besuchverbot geben. Aber gut, dass wir jetzt Marvin besuchen. Ja, Marvin ist solide. Marvin kriegt es hin. Also ich freue mich drauf, den Kollegen zu schocken, dass ich da bin. Er denkt bestimmt, ich mache einen auf blau. Aber hello Marvin! Wir sind da. Ah, man hört die Kirchenglocken. Ich weiß nicht, ob ihr sie hört, aber wir hören sie. Ja, im Hintergrund seht ihr jetzt die Kirche. Und ich glaube, ihr hört auch die Glocken. Da ist Elli. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal rein. Wir waren im Gottesdienst. Und so scheiße war er gar nicht, oder? Vor allem gab es richtig guten Wein zum Abendmahl. Das ist schon ein kleiner Grund hinzugehen. Und ich glaube, den hat er mir geklaut. Portwein. Hier in der Region nehmen wir Portwein. Das ist ganz schön, weil der süß und hat richtig Wumms. Und es war doch eigentlich ein guter Start in den Tag. Darüber werden wir nie einer Meinung sein. Kannst du nicht? Mit Hiob in den Tag zu starten? Also ich fand das sehr schön. Man glaubt es ja gar nicht, ne? Aber diese gute Frau hier, von der man das eigentlich nicht annimmt, ist so stockkonservativ. Es gibt viele gute Starts in den Tag und ja, ein Schluck guter Wein darf dazugehören, aber
Gammeln wäre auch ganz nett gewesen. Ja, natürlich wäre Gammeln nett gewesen, aber wir würden immer noch gammeln. Und so ein Gottesdienst macht ja zumindest, dass wir schon mal fit sind und unseren Spießersonntag angehen können. Und damit kommen wir dann auch zum nächsten Punkt, nämlich einer, den ich dann mir wenigstens wünschen darf. Spazieren gehen. Oh, ich hasse spazieren gehen. Warum machst du das denn mit dem Winter Bewegung? Okay, jetzt dürft ihr weiter, Pferdchen. Oh, ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Jetzt sind wir auf unserem Spaziergang. Den Gottesdienst hat Ellen überlebt. Du fandest ihn nicht so gut? Naja, nicht so gut kann man nicht sagen. Aber dieser Gottesdienst war schon sehr, sehr... Ich habe mich nicht ganz zu Hause gefühlt in diesem Gottesdienst. Und das passiert mir eigentlich in den meisten Gottesdiensten, was ganz viel damit zu tun hat, mit welchen Traditionen wir da reingehen. Zum Beispiel an Weihnachten von dem Jesuskind in der Krippe liegen. Von dem in der Krippe liegenden Jesuskindelein reden. Dann wird damit so ein Familienbild heraufbeschwört, das aus Maria und Josef und dem Kinderlein besteht. Total schön romantisch und für alle Heterosexuellen wirklich die Erfüllung ihrer sehnsüchtigsten Träume. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch nicht. Aber für queere Personen finde ich das irgendwie umso schwerer, da irgendeinen Anschluss zu finden, wenn da ein Familienbild gezeichnet wird, das so gar nichts mit der eigenen Realität zu tun hat. Und dann ist das Ganze natürlich auch noch auf Adam und Eva zurückzuführen, die Gott als Mann und Frau geschaffen hat. Also dieses ganze Bild von Geschlecht und so, das ist immer eins, wo ich mir denke, sorry, was hat das Ganze eigentlich mit mir zu tun? Verstehst du das? Ja, ich verstehe das schon, aber das liegt doch dann, glaube ich, an dem Prediger, Predigerin selber. Warum machst du das als Vorwurf, dass ein heterosexueller Pastor einfach so spricht? Denn ich habe ja anders gesprochen bei meinem Predigtgottesdienst, habe ich im Fokus gemacht, dass es ja gar nicht so heile Familie ist, dass Jesus hier abhauen wollte, Josef hier abhauen wollte mit... Und Maria, also weil das Kind aber nicht von ihm ist. Ja, und aber auch da könnte man ja mal fragen, also sorry, also Josef, deine Frau ist schwanger und du denkst, das ist nicht von dir, okay, alles klar, aber kränkt dich das echt so in deiner Eitelkeit, dass die Liebe zu dieser Frau auf einmal nichts mehr wert ist? Hallo, wenn du jetzt sagst, du bist schwanger, ist klar, dass das Kind nicht von mir ist, aber da fängt man doch erstmal an zu reden. Das ist ein bisschen naiv, also ehrlich zu sagen, wenn ich mit der Frau nicht geschlafen habe und die ist jetzt schwanger und hat einen Verlobungsring von mir genommen, dann denkst du dir in der Stille deinen Teil und versuchst sie heimlich zu verlassen oder redest du wenigstens einmal mit ihr? Na, er wollte sie ja nicht beschämen, steht in der Bibel. Ja, er wollte sie heimlich verlassen. Ja, na, das ist doch voll nett. Ich hätte gepöbelt. Ja, richtig so. Wenn du wenigstens pöbelst, doch. Also nein, sorry, aber pöbeln ist immer noch besser als einfach abhauen. Wann ist pöbeln besser? Du sagst besser mir, halt immer fest, bevor ich pöbel. Das stimmt, ja. Aber ich pöbel viel zu viel. Pöbeln ist dann zumindest besser als das heimlich abhauen. Nee, das ist voll... Guck mal, der wollte nicht so einen Aufstand machen, dann wäre die gesteinigt worden. So. Hallo. Hi. So, wir sitzen wieder im Auto. Jetzt holen wir uns ein Kind ab. Zu so einem richtigen Spießertag braucht man ja eigentlich Kinder, die man irgendwie mit zum Spaziergang quälen kann oder mit Kuchen füttert. Und hier auf so einem Dorf gibt es halt ganz viele Cafés auch zu entdecken. Aber jetzt gehen wir erstmal den Alex abholen. Da kommt er schon. Ich muss aussteigen, denn wir haben nur einen Zweitürer. Nice. Das ist unser Leihkind Alex. Sag hallo. Mal hallo, Alex. Findest du Kaffee trinken eigentlich cool? Ja. Isst du gerne Kuchen? Ja. Okay. Etwas anderes dürfte er jetzt auch nicht sagen, weil er jetzt mit uns dabei ist. Sanders Kaffeestuf. Nusskaramelltart, Schoko-Mini-Törtchen, Apfelkuchen mit Sahne. Genau. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich Spekulatius-Cappuccino trinke. Ich liebe Spekulatius, ich liebe Cappuccino. Mal gucken. Lecker. Lecker. Cremiger Milchschaum, Süße von Spekulatius und tatsächlich noch Kaffee drin. Total lecker. So, wir sind wieder im Büro. Unser Spießersonntag ist leider vorbei. Wir müssen jetzt den Tag für morgen noch planen. Also was steht morgen an und wann sehen wir uns und wie sind unsere Termine? Das koordinieren wir jetzt hier gerade. Und trauern dem Tag ein bisschen hinterher. Vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen für unseren nächsten Spießersonntag und könnt uns schreiben, was ihr so macht, wenn ihr mal einen freien Sonntag habt, was vielleicht bei euch ja häufiger vorkommt als bei uns. Dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das einfach unten nochmal kommentieren würdet und uns ein paar Tipps für das nächste Mal gebt. Vielleicht kommt ihr auch aus unserer Gegend und sagt uns jetzt, welches Café wir als nächstes testen können. Dann herzlichen Dank für jede Empfehlung.
Ansonsten wünschen wir euch eine gute nächste Woche. Und natürlich abonniert unseren Kanal. Jeet! Mann, ey. So now you're... Das war sowieso eine langweilige Aufnahme. Ja, absolut. Aber trotzdem, lösch das Ding. Mach aus. Mann, aber ich finde es spießig. Wir müssen noch an die fade. Into your grave. See, I finally opened up my eyes.